Willkommen im Autohaus Langer. Bei uns erwartet Sie die größte Autoschau im Rhein-Sieg-Kreis. Auf 6000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren wir Ihnen über 200 Fahrzeuge der Marken Opel und Honda. Unser freundliches und kompetentes Personal berät Sie personen- und bedarfsorientiert. In unserer Meisterwerkstatt kümmern sich unsere Mechaniker gerne um Ihr Auto. Machen Sie doch auch mal einen Zwischenstopp bei uns. Autohaus Langer an der Burg Sülz 38 in Lohma. Okay, dann mal los. Ne? Neuer Job für Jürgen Klinsmann. Der ehemalige Coach der deutschen Nationalelf trainiert die Mitarbeiter eines Autohauses. Er soll die fußballerisch eher minderbegabten Autoschrauber fit machen. Was sich karrieremäßig eher nach rasantem Abstieg anhört, ist in Wahrheit der Inhalt eines neuen Internetspots für einen Autohersteller. Für den stand der 47-Jährige jetzt vor der Kamera und hat dazu innerlich ganz klare Vorstellungen. Es muss einfach witzig sein. Es muss irgendwie Elemente mit dabei sein, wo man sich ein bisschen auf den Arm nimmt und vom Ergebnis letztendlich immer überrascht wird. Und das ist ja auch der Fußball. Du bist immer überrascht vom Ergebnis. Positiv wie negativ. Klinsmann beweist bei den Dreharbeiten in Düsseldorf durchaus schauspielerische Qualitäten und eine Menge Selbstironie. Seit der Fußball-WM 2010 arbeitet er als Markenbotschafter für den Autobau. Also ich denke schon, dass es für uns alle, egal ob jetzt in Amerika oder in Europa oder in Asien, dass es so eine enge Verbindung gibt zu dem Auto, das man fährt. Also man sieht sich schon ein bisschen selbst wieder in einem Auto. Und da möchte man sich einfach auch damit identifizieren. Das ist, ich denke, schon wichtig. Im wahren Leben ist Klinsmann Trainer der US-Nationalmannschaft. In seiner Wahlheimat ist das Auto unverzichtbar. Damit ist er ab und an auch schon mal schneller unterwegs, als die Polizei erlaubt. Also ich denke schon, dass ich eher ein flotter Autofahrer bin. Ich werde zwar in Amerika vor allem ein bisschen auf die Geschwindigkeit immer hingewiesen, aber eigentlich bin ich immer ein bisschen schneller, als ich sein sollte. Im Mittelpunkt des aktuellen Spots steht der neue Hyundai i30. Seit Ende März ist er auf dem Markt und Klinsmann ist den neuen natürlich schon gefahren. Ich finde es ein schönes, kompaktes, handliches Auto mit viel Technologie und umweltfreundlich. Peppig, ich finde es also vom Design her auch wirklich richtig gut gelungen. Und was vielleicht viele nicht wissen, es ist ja in Europa produziert, in Deutschland entwickelt worden, in Tschechien produziert. Und das spricht dann wirklich auch für sich, dass sie von Hyundai-Seite aus ein koreanischer Konzern nach Europa geht und dort auch praktisch sich versucht, dem europäischen Markt oder Märkten dementsprechend anzupassen. Also ich finde es echt ein gelungenes Auto. Seit mehr als 13 Jahren lebt Klinsmann in den USA. Nach wie vor ist der zweifache Familienvater begeistert von seiner Wahlheimat. Regelmäßig besucht er zwar noch seine schwäbische Heimat, aber an eine komplette Rückkehr ist nicht zu denken. Also ich denke schon, dass es für uns alle, egal ob jetzt in Amerika oder in Europa oder in Asien, dass es so eine enge Verbindung gibt zu dem Auto, das man fährt. Also man sieht sich schon ein bisschen selbst wieder in dem Auto. Und da möchte man sich einfach auch damit identifizieren. Das ist, ich denke, schon wichtig. Trotz aller Begeisterung fürs Auto, seine wahre Leidenschaft gilt nach wie vor dem Fußball. Mit großem Interesse verfolgt der ehemalige Nationalspieler alles rund um die deutsche Elf und ist sicher, dass die Jungs von Jogi Löw bei der Euro 2012 den Titel gewinnen können. Also ich denke, dass die Chancen recht gut sind, weil es eine Mannschaft jetzt ist, die wirklich gewachsen ist über die letzten paar Jahre und mit unglaublich viel Qualität jetzt auch bestückt ist mit einigen Youngstern, die sich da durchgeboxt haben. Und deswegen ist unsere Hoffnung groß. Ne? Also unsere Hoffnung ist, dass wir endlich wieder einen Titel einfahren, den ersten Titel seit 1996. Und ich glaube, die Mannschaft hat es in sich drin und sie hat natürlich eine Riesenhürde. Die Riesenhürde ist Spanien. Und ich glaube, sie ist reif, diese Hürde zu knacken. Und natürlich spielen die anderen Mannschaften auch noch mit. Die müssen wir erstmal schlagen. Aber ich glaube, dass sie wirklich viel Selbstvertrauen haben für die Europameisterschaft. Ganz Fußball-Deutschland hofft, dass der Fußballexperte recht behalten wird und die deutsche Mannschaft am 1. Juli tatsächlich Europameister wird.